Wir können es natürlich einfach so verbinden. Mit einem dicken Schlauch. Dann haben wir auch Strom. Muhahaha. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Nein! Wie weit ist denn weg? Fünf Meter. Das ist ihm jetzt zu viel. Wahrscheinlich ist die Maximallänge irgendwie 20 Meter und ich bin 20, weg. Okay, was haben wir hier noch mit dabei? So Zeug, das bringt gerade nicht so viel. Okay, das will er gerade nicht. Mining Rover. Da hinten steht der Reaktor. Naja, ich weiß nicht, ob es Max Winkel ist oder Max Entfernung. Es kann beides sein, ne? Ja, ich muss hier irgendwas in der Mitte hinbauen. Und ich hatte jetzt gehofft, ich habe irgendwie so einen Ground Anchor mit dabei. Aber ich habe keinen Ground Anchor mit dabei. Dann hätte ich den in die Mitte basteln können. Ich habe einen Ground Anchor mit dabei, ja? So, Freunde, ich bin unaufhaltsam. In irgendeinem Anfall von Wahnsinn habe ich schon mal gedacht, es wäre eine schlaue Idee, so einen Ground Anchor mitzunehmen. Hahaha, sehr schön. So, jetzt bauen wir den mal so, dass der ungefähr in der Mitte steht. Wie oft ich dagegen fahren werde, ich sehe mich schon alle 5 Minuten dagegen fahren. So, jetzt brauchen wir natürlich nochmal zwei so Connector-Ports. So, zack. Inventory, dann können wir das Ding auch gleich mal abbauen. Das funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Da müssen wir nochmal in uns gehen und rausfinden, warum. Ne, halt, 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 halt. Danke. Ich brauche erstmal zwei davon. Split, split. Zack, zack. So. Achso, jetzt können wir wieder nicht fliegen, weil so ein Verbindungsnupsi natürlich eine Tonne wiegt. So. Bis bei zu lang wird der Schlauch doch rot. Das kann natürlich sein, aber hier haben wir jetzt, können wir gleich mal üben, wie das mit dem Verteilerknoten-Nupsi-Ding funktioniert. So, da ist die Base. Da bin ich. Dann machen wir hier mal einen Stöpsel drauf. Jawohl, warte. Wir machen nochmal das Ding ein bisschen korrigieren. Und zwar so, dass in jede Richtung eine Fläche zeigt, damit diese Winkelthematik nicht wieder irgendwie auftritt. Oder damit wir ausschließen können, dass die Winkelthematik auftritt. Da muss man es jetzt erstmal locker schrauben. Come on. So. Zack, kurz einpacken. Nehmen. Und verankern. Sehr schön. So, dann machen wir hier einen Connector-Port drauf. Und linken unseren Connector-Port fröhlich hier drüber. Und wenn das nicht passt, müssen wir den jetzt einfach ein bisschen hier rüber setzen. Wenn ihm der Winkel da immer noch so ein bisschen zu doof ist. So. Tack. So. Bam. Unser erster Verbindungsschlauch ist verankert. Oh Gott, das sieht fürchterlich aus, wenn ich alle Dinger so baue. Da muss ich noch, da muss es doch irgendeine Methode geben, um Strom wireless zu übertragen. Ein Laser oder sowas. Gibt's bestimmt. Ich
Ich glaube, da müssen wir uns irgendwas auf den Reaktor aufbauen. Weil den Reaktor möchte ich ehrlich gesagt nicht 3 Meter neben meiner Körbelwohneinheit stehen haben. Einfach aus gesundheitlichen Gründen. Wir wissen ja alle, was da passieren kann. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht so eine Verlängerungsstrecke aus 15.000. Bam. So, sehr schön. Sehr schön. Jetzt bauen wir das hier auch noch ab. Bauen das da erstmal rein. Tun wir nicht, weil nicht mehr genug Platz ist. Ich gucke mal, ob ich. Ich nehme ein bisschen Essen mit rüber in den Rover. Das waren ja hier so Notfallpacks. So, eins lassen wir drin. Ein Notfallpack ist immer gut. Das können wir wahrscheinlich nicht transportieren. Na komm, eins noch raus. Liegt's echt da dran? Tut es nicht. Okay, dann lassen wir das da halt angebaut. Das ist dann halt so. Gut, jetzt haben wir theoretisch eine Verbindung zwischen den Dingern geschaffen. Das müsste jetzt als ein Teil gewertet werden. Moonbase Bravo Wohneinheit. Genau, die ist jetzt verbunden mit dem Stromding, nehme ich an. Jawohl, Strom ist randvoll, das heißt, tagsüber lädt es auf und die Bravo Wohneinheit hat jetzt auf jeden Fall rund um die Uhr eine Stromversorgung über einen sehr großen Batterietank. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Aber ich finde das mit dem hohen Schlauch eigentlich ganz gut, dann kann ich drunter durchlaufen. Mit dem Körbel. So, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich mir halt noch irgendwie einen Kopf machen, wie ich dann wahrscheinlich am besten das Ding hier verbinde mit. Ich könnte vielleicht diese hier. Die sind ja Receiver für Bla, also müsste ich nur so ein Infrarot-Transmitter-Ding. Das muss ich mir mal angucken, wie das funktioniert. Dann könnte ich vielleicht einfach vom. Was ihm denn passiert? Er ist eingesunken, oder? Bis zum Kopf. Okay. Wo ist er? Da. Dann können wir einen Infrarot-Transmitter einfach bauen. Können wir noch fliegen? Ne, können wir nicht. Oder einen Hitzetransmitter oder wie auch immer und einfach auf eins der Solarpaneele vom Nuklearreaktor Strom übertragen. Da. Eine Rundumleuchte. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine verdammt gute Idee. Das ist eine gute Idee, weil ich sehe mich da auch schon gegenfahren, ehrlich gesagt. Erstmal Notfallessen. Und Lapat oder Illapat oder wie auch immer man es genau ausspricht. Vielen lieben Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Und wir laden hier mal den ganzen Krimskrams erstmal kurz ab, damit ich wieder fliegen kann. So. Und dann holen wir uns da mal diese Rundumleuchte. So. Oh, Absturz. Aber hat geklappt, mein Stunt. So. Schöne Markierungs. Nupsi. Da hat die endlich mal einen Sinn, diese Warnleuchte. Jetzt ist es nicht mehr nur einfach, weil wir eine Warnleuchte haben wollen, sondern es ist, weil wir wirklich, wirklich, wirklich was markieren müssen. Sehr gut. Gut, dann kann ich jetzt einsteigen gehen. Ich hatte halt gehofft, dass ich irgendwie so eine Power Distribution Wireless Lösung hinbekomme, aber das wäre natürlich auch wahrscheinlich einfach zu einfach gewesen auf die Art und Weise. Da gibt es bestimmt irgendein wildes Laserpart für, dass ich wahrscheinlich noch klären muss. Ja, und Hochspannungsleitung wäre natürlich eine Möglichkeit, da muss ich mir dann aber mal irgendwie einen Mast mitbringen. Ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Da muss ich mal so ein langes Girder-Segment mitnehmen. Dann kann ich da tatsächlich die Stromleitung so hoch verlegen, dass ich mit dem Rover einfach unten durchfahren kann. Gut. Jetzt müssen wir einmal mal kurz in die Wohneinheit und das hier anmachen, dass da keine Missverständnisse entstehen. Lights on. So. Unser Licht rotiert fröhlich vor sich hin. Und wir fahren jetzt mal
rüber zum Reaktor. Ich will noch mal ganz kurz was nachgucken. Wir haben den Verbinder mit dabei und wir haben... Oh, not accessible from the inside. Ihr macht mich wahnsinnig. So, muss wahrscheinlich gleich noch mal kurz aussteigen, um das umzupacken. Aber nee, ich brauche das eigentlich nicht. Wir fahren jetzt einfach erstmal kurz rüber. So, was steht da hinten noch? Das ist ein abgestütztes Teil. Das heißt, wir haben momentan eigentlich auch nur die Sachen hier, oder? Wir haben unser Stromding, wir haben das da und wir haben den Reaktor da hinten stehen. Das da ist irgendwas Abgestürztes, glaube ich. Oder das ist die Probe, mit der wir den Rover angeliefert haben. Und Oak, vielen Dank für dein Follow. Und wenn ich euren Namen falsch ausspreche, dann müsst ihr mir das einfach schreiben, ne? So, oh Gott, es ist so dunkel. Es ist so fürchterlich dunkel. Ich sehe den Reaktor gar nicht. So, jetzt könnte ich natürlich den Reaktor einfach fuelen, um ihn näher ranzuholen, ne? Wäre natürlich eine Möglichkeit. So, wir halten hier mal kurz an. So, was sagt denn der Reaktor? Der Reaktor sagt, wir haben noch 558 Delta V. Das ist eh gigantisch viel, muss man der Fairness halber sagen. Wir könnten das Ding natürlich einfach rüberfliegen. Was haltet ihr davon? Wir fliegen es rüber. Was ist hier drin? Noch mehr Power-Module. Wir fliegen es rüber und schließen es dort an. Wäre der Vorschlag. Wir können es auch vorher noch mal ein bisschen auftanken, damit wir auf jeden Fall genug Fuel haben. Wir haben im Rover nämlich noch Überschuss-Fuel drin. Den könnten wir rauspumpen, wenn wir es verbinden. Lasst es uns probieren, aber eigentlich brauche ich die Verbindungsnummer, kann ich mir eigentlich sparen. Ich meine, ich habe 500 irgendwas Delta V. Man braucht, um in Mondorbit zu kommen, also in den Moonorbit braucht man 640 Delta V. Jetzt muss ich nur mal gucken, ich stehe. Das wird ein spannender kleiner Flug. Ich stehe östlich der Basis. Das heißt, ich muss nach Westen kippen, das heißt ungefähr auf 270. Ich habe ein Reaction Wheel. Wir probieren das aus, würde ich sagen. Jetzt fahre ich nur einmal den Rover ein bisschen weg, dass da keine Unfälle passieren, wenn ich da irgendwie drüber fliege. Dumm, die dumm, die dumm. Keinen Blödsinn machen hier. So. Das sollte vom Abstand her reichen. Gut, dann probieren wir jetzt mal den Reaktor rüber zu verlegen. Und ich werde vorher aber den Reaktor, glaube ich, runterfahren. So. Strom haben wir nämlich erstmal genug. So, Toggle Ground Tether. Zack. Ground Tether released. Ach, wir waren hier gar nicht verankert. Das ist ja doppelt peinlich. Gut, hoffen wir mal das Beste. Ich mache jetzt mal ganz vorsichtig. Wir haben nämlich mehr als genug Fuel. Müssen in diese Richtung mehr so. So, jetzt müssen wir mal kurz warten, wo wir runterkommen. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Wir müssten jetzt nochmal retro gehen und bremsen. Retro bitte. So. Ist auch schon mal für den ersten Hüpfer gar nicht schlecht. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Das sah wie ein schlimmer Start aus, ist aber gar nicht so schlimm geworden. So, und jetzt ziehen wir uns mal noch ein bisschen rüber hier.
bisschen noch. Gar nicht so schlecht. Jetzt nicht zu schnell runterkommen. Ja, damit kann man noch arbeiten, würde ich sagen. Damit kann man noch arbeiten. Alter, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Oh, oh. Da hat er mich jetzt kurz mal rumgeflippt. Das war ein bisschen knapp. Kurz durchschnaufen. Also. Wir haben noch 393, das sieht gut aus. Und wir müssen noch so ein Müh in die Richtung, glaube ich, damit wir das verbinden können. Kurzen Schluck Kaffee, bevor wir den Flug weitermachen. Das ist immer so ein bisschen dieses Risiko. Im Normalfall, wenn man an diesen magischen Punkt kommt, wo das zu niedrig wird, dass er im Prograde sauber verfolgen kann, switcht er um auf einfach SAS Stability Assist, also einfach nur die Richtung halten. Das Problem ist, dass es halt nicht immer funktioniert. Und das jetzt gerade war so ein ganz hässlicher Fall von hat nicht funktioniert. So, wir haben noch 393 Delta V. Wir sind also immer noch im absolut grünen Bereich. So, und jetzt machen wir mal ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Stehe ich schon wieder? Ja, mehr oder weniger. Okay, ich glaube, ich habe für heute mein Glück genug ausgereizt. Ich könnte natürlich ein Arsch sein, einfach mit dem Rover das Ding rüberschieben. Die letzten paar Meter. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob das prinzipiell eine Möglichkeit ist. Ich fange ganz vorsichtig an, keine Sorge. Also, bitte zu Hause niemals nachmachen. Ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr zu Hause mit eurem selbstgebastelten Rover euren selbstgebastelten Atomreaktor durch die Gegend schiebt. Weil ich habe den Ground Taffer jetzt noch nicht angeschaltet. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal gucken, ob das funktioniert. Und sowas wie F5 machen wir hier nicht, Nervenkobold. Hier, das ist der Trick hinter Hardcore-Kerbal, ist, dass es dadurch spannend ist, dass hier nicht gespeichert wird. Hier wird immer damit gelebt, was passiert. Es ist nur ein Atomreaktor, im Zweifelsfall müssen wir einen neuen holen. Wenn der explodiert. Oh, direkt neben der Wohneinheit. Das wäre gar nicht lustig. Gar nicht lustig. So. Kurz mal die Handbremse rein. So. So, dann. Ich möchte ihn erstmal darüber schieben, ehrlich gesagt. So. Okay, das scheint zu funktionieren. Cool. Ganz vorsichtig. Wir spielen Traktorfahren auf dem Moon. Weil ich möchte ihn gerne hier irgendwie so ein bisschen da haben, wo auch unsere Stromversorgung steht. Und nicht so nah am Wohngebäude. So, schön langsam. Schön langsam. So. Das reicht uns erstmal. So, und jetzt schieben wir ihn in die Richtung noch ein bisschen. Und dann können wir ihn damit anschließen. Dann haben wir eine Stromversorgung für Normalstrom, also für Solarstrom und nachts dann halt für Nuklearstrom. Erstmal auf Kabel. Auf Kabelvariante. Sieht alles gar nicht schlecht aus. Super Rover, der funktioniert als Trecker, als Forschungsfahrzeug. Und vielleicht, das machen wir dann gleich als nächstes, vielleicht funktioniert er sogar für Bergbau. Also für das, wofür wir ihn eigentlich mitgenommen haben. Aber jetzt machen wir erstmal die Stelle mit dem Schieben. So, ganz langsam wieder annähern erstmal. Ich will da auf keinen Fall irgendwie an dem Teil aufsetzen mit zig Metern pro Sekunde, weil ihr müsst dran denken, 1 Meter pro Sekunde sind schon 3,6 km/h. Und irgendwann gehen Sachen halt auch mal kaputt, ne? So. Pock, wir sind dran. Okay, und jetzt schieben wir es ganz vorsichtig in die Nähe von unserem Klotz da.
Ich glaube, so reicht das auch. Ja, so reicht das. Nicht umkippen. Sehr schön. Puh, sehr schön. Super, super. Das hat zwei Dinge, die gefährlich waren, aber beide geklappt haben. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist auf jeden Fall mal gucken, dass wir unseren Ingenieur nehmen und die Verkabelung fertig machen. So, zack. Licht an. Inventar auf. Und dann nehmen wir uns zwei Verbinder mit. Ja, ich muss aber noch rausfinden, diese Powerplugs funktionieren. Das aus irgendeinem Grund will der nicht so, wie ich will. Das ist jetzt erstmal okay, weil wir haben eine Möglichkeit, drumherum zu arbeiten. Aber es ist nicht auf Dauer die Lösung für das, was wir hier tun. Und Hyping 2001, danke fürs Follow. Willkommen bei den Kommonauten. Viel Spaß beim Zugucken. So. Und wir bauen mal lustige Dinge weiter an. Der kann doch Warehouse-Strom. Was? Ja, stimmt, verankern ist noch eine gute Variante. Der kann Warehouse-Strom. Was möchtest du mir damit sagen? Ich mache das ja alles Learning by Doing. Also, erstmal wollen wir ihn verankern. Attached. So. Dann wollen wir das da dringend ausmachen. Damit das nicht so ein Drama ist. So. Dann wollen wir den Reaktor wieder hochfahren. Local Warehouse on. Ist es das, was du meinst? Aber ich dachte, das bezieht sich auf hier Material Kits und so ein Kram. Oder was meinst du mit Warehouse-Strom? Also ich kenne das Warehouse-Ding als dieses, du kannst hier solche Sachen machen. Planetary und Local Warehouse. Aber überträgt der jetzt auch Strom? Und wenn ja, wie weit? Fragen. Ja, es gibt Microwave-Emitter, aber die muss man natürlich anbauen. Den müsste ich mal mitbringen dann mit einer zukünftigen Mission, damit wir den anbauen können. Aber jetzt machen wir erstmal ganz klassisch. Wo bin ich? Da. Jetzt machen wir erstmal ganz klassischen Stecker ran. Einen ganz klassischen Stecker. So, den bauen wir da so an. Direkt mal ein bisschen höher, weil ich finde die Idee mit den Hochspannungsleitungen, im wahrsten Sinne des Wortes, also mit denen die Spannung weiter oben übertragen, finde ich echt gut. Und Mliss, TH, TH. Willkommen bei den Kommonauten. Viel Spaß beim Zugucken. So. Und ja, wie gesagt, Microwave-Emitter müssen wir dann mal mitnehmen, wenn es sowas gibt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert unser Powerplug nicht so wie gedacht. Und deshalb machen wir jetzt hier Verkabelung erstmal. Hat auch den großen Vorteil, dass das alles zu einer Base langsam mal wird, die miteinander verbunden ist. Wenn du Warehouse einschaltest, kann er auch Strom durch die Gegend beamen. Ehrlich? Oder ich mache Leitungen ran. So. Und da ist auch schon der nächste, der HJH. Vielen Dank fürs Follow. Und jetzt haben wir hier eine Basis. Sagt die Theorie. In der alles miteinander verbunden ist. Und Hellfisch hat auch noch ein Follow dagelassen. So. Ja, der Mittelpunkt ist jetzt natürlich unser Dings. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwie. Wie können wir denn renamen? An welcher Stelle ist jetzt das Renaming? Was ist hier der Leading, das Leading Part? Rename Vessel. Hervorragend. Moonbase Bravo ist das dann natürlich. Ohne Wohneinheit. So. Zack.
Zack. Meint ihr? Also theoretisch, wenn diese Warehouse-Theorie funktioniert. Also wir können das ja mal probieren mit dem Anpluggen. Pass auf, ich unplugge das jetzt mal, wenn ihr sagt, dass dieses Warehouse-Ding funktioniert. So, passt auf. Dann müsste das ja theoretisch heißen, dass der Reaktor da, wo er jetzt steht, über das Teil so oder so... so oder so Strom anbietet. Das werden wir in der nächsten Nacht sehen. Also wir haben jetzt die Plugs dran. Wir können jederzeit gucken, ob das funktioniert. Wichtig ist jetzt erstmal, hier ist Strom dran. Und der Sache traue ich ehrlich gesagt nicht. Aber das können tatsächlich, doch, da ist auch Strom dran. Ich unplug jetzt einfach mal alle Sachen. Es ist vorbereitet, wir wissen, dass es funktioniert. Und wir werden es tatsächlich in der nächsten Nacht sehen, ob wir Strom transferiert bekommen. Und ansonsten muss ich mir mal mit diesen Dings machen. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das viel am Leck ändern wird, weil die Parts sind immer noch da. Es ist jetzt auf jeden Fall erstmal alles miteinander verbunden. So. Gut, kommen wir zur Mining Operation. Wie viel Zeit haben wir noch bis hier? Stunde und ein bisschen. Alles gut. Dann starten wir jetzt mal mit dem Rover unsere Mining Operation. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Wie gesagt, ich bin nachts gespannt, ob da einfach Strom auf magische Art und Weise übertragen wird. Ich glaub's fast nicht, oder ich kann es mir nur schwierig vorstellen. Ehrlich gesagt. Ich wäre aber sehr erfreut. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt nicht schlimm, dann diese Microwave-Nummer mal auszuprobieren. Warum hat er sich denn jetzt abgemottet? Zack. So. Mining Operation. Los geht's. Wir fahren hier mal von unserer lustigen Base ein Stück weit weg. An diesen großen Stein beschließe ich jetzt einfach mal. Dahinter haben wir bestimmt feinsten Gips gefunden, den wir jetzt abbauen werden, um Dünger herzustellen. Außerdem machen wir dann die Landezone für die MPU frei. So, hier ist doch schön. Gut, und jetzt heißt es Handbremse rein. Standbeine raus. Wir klappen unsere Räder ein. Ach ne, wartet mal, das macht wahrscheinlich so mehr Sinn. Hopp, wir stehen, mehr oder weniger. So, dann Strom. Stromerzeugung raus. Radiator Cooling an. Wir müssen ja ein bisschen Hitze wegradiaten. Die hatte ich da unten versteckt. So, und jetzt heißt es Deploy Drill und Start. Und wir bauen was ab. Das funktioniert. Okay, zweiter Drill raus. Sehr schön. Zack. Und wir starten auch den, wenn ich ihn treffe, da. Zack. Okay. Sehr schön. Also, die Dinger müssen jetzt erstmal auf Temperatur kommen. Das dauert einen kurzen Moment. Und wir extrahieren jetzt 0,1 ungefähr pro Bohrer. So sieht das zumindest aus. Ja, also 0,2 pro Sekunde, wenn beide Bohrer dann ordentlich hochgefahren sind. Das heißt, unser Ressourcenabbau auf dem Moon hat begonnen. Und wir können jetzt hier quasi fröhlich zugucken, hoffe ich zumindest. Ich mache mal den Heat Overlay an, damit wir sehen, wenn da irgendwas fürchterlich schief geht. So, und wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt nutzen wir mal den Zeitraffer, um uns anzugucken. Ich
die sich hier langsam aber sicher die Gypsum-Reserven füllen. Das sieht gar nicht schlecht aus.